Hallo liebe Leute, hier ist der Benny vom Halo Cluster HD und ich heiße euch herzlich willkommen zu den neuen Cluster News. Nach Forza Horizon 2, Destiny und Call of Duty Advanced Warfare steht nun die Master Chief Collection im Fokus des IGN-Teams. Wir haben euch das Wichtigste und Neueste bis zum aktuellen Stand zusammengefasst. Halo war schon immer neben seinem außergewöhnlich guten Gunplay und seiner fesselnden Singleplayer-Kampagne für den Multiplayer bekannt. Daher stehen die remasterten Maps der überarbeiteten Halo 2-Fassung besonders im Mittelpunkt. Durch die letzten Cluster-News-Folgen dürften euch die Namen Ascension, Lockout, Sanctuary, Zanzibar, Blood Gulch und Warlock geläufig sein. Zu den letzten beiden haben wir nun auch endlich Gameplay-Material für euch. Als erstes sehen wir ein Gameplay von der Map Warlord, die ein Remake der Map Warlock aus Halo 1 war. Die Map ist auch schon aus Halo 2 bekannt und ich denke, das Design an sich, wie wir es hier in dem Gameplay-Material sehen, erinnert wie auch schon bei Lockout sehr, sehr ans Original. Ist wirklich sehr schön gestaltet, eine sehr simple, symmetrische Karte, die sich besonders für E-Sports sehr gut eignet. Im zweiten Gameplay sehen wir die Map Blood Gulch wieder oder wie sie in Halo 2 bekannt war, Coagulation. Diese heißt nun Bloodline und zeigt mal wieder, wie wir es gewohnt sind, eine recht triste Schluchtgegend, in der sich zwei Basen befinden. Eine am einen Ende des Canyons, eine am anderen Ende des Canyons. Und diese Karte ist einfach prädestiniert und auch allseits bekannt für den Modus Capture the Flag. Ich bin gespannt, ob sich die Schlachten hier wieder so entwickeln werden, wie es zu Halo 2 Zeiten üblich war. Neben den Remastered Maps dürfen sich besonders Konsolenspieler über 8 weitere zusätzliche Maps freuen, die bisher nur für PC-Spieler offen waren. Aus der PC-Edition von Halo Combat Evolved sind dabei die Map Timberland, Death Island, Ice Fields, Infinity und Graphiophobia. Aus Halo 2 sind Uplift und District am Start. Neben diesen Maps sind auch exklusive Waffen wie die Full Rod Gun und der Flammenwerfer aus Halo 1 mit enthalten. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, auf den sehr viele gewartet haben. Die Day One Playlists, welche wir mit dem Launch der MCC spielen können. Und zwar handelt es sich dabei um die folgenden Listen. Die 11. Liste gestaltet sich als sehr interessant, da sie ein Äquivalent zum ehemaligen MLG-Listen darstellt. Die nennt sich Halo eSports und das ist die offizielle Halo eSports Playlist, auch vorn vor. Vermutlich ein Gemisch aus Teamslayer und zielorientierten Modis im Vor und Vor. Kommen wir zum nächsten Thema, denn es gibt nicht viele Themenfelder, die so heiß diskutiert werden, wie derzeit die Story von Halo 5 Guardians. Nach dem, was wir gelesen haben, ist es auch kein Wunder, da Mike Coulter, der in Halo Nightfall und Halo 5 Guardians Jameson Locke verkörpert, gegenüber X-Speed andeutet, dass der Master Chief in Halo 5 ziemlich weit in den Hintergrund rücken könnte. IGN selbst stellt die These auf, dass der Master Chief womöglich in Halo 5 bereits tot sein könnte. Aber dagegen spricht ganz offensichtlich der E3 Trailer, in dem der Master Chief noch einen recht lebendigen Eindruck macht. Wobei es sich hierbei auch um eine Rückblende handeln könnte. An dieser Stelle wird einem wieder einmal das enorme Diskussionspotenzial deutlich vor Augen geführt, das das Spiel schon jetzt weit vor Release bietet. Aber nun zur Story. Agent Locke wird in der kommenden digitalen Serie Halo Nightfall als Uni-Offizier vorgestellt, der an einer Aufklärungsmission zur Kolonie Setra geschickt wurde, um dort auf terroristische Aktivitäten zu reagieren. Natürlich ist dieses Unterfangen mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Laut Coulter wird Agent Locke in Halo 5 tragende Rolle zuteil. Er selbst sagt, ich bin eine spielbare Figur in Halo 5. Wenn Halo The Master Chief Collection erschienen ist und Halo 5 kurz danach kommt, werdet ihr im Grunde ein Spiel spielen, in dem ich die Hauptrolle habe. Ich habe ein paar ziemlich coole Waffen und ziemlich coole Fähigkeiten. Denn bis dahin bin ich ein Spartan 4. Der Verbleib des Master Chiefs ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt. Doch wir werden es im Verlauf von Halo 5 erfahren, da Locke ihm auf den Fersen ist.
Darauf deutet immerhin der Trailer zur Master Chief Collection hin. Was man nicht weiß, ist, ob ich Freund bin oder Feind, erklärt Carter. Auch geht insgesamt hervor, dass auch während des Spiels nicht viel zu Beginn verraten wird. Laut Carter sei das mit großer Wahrscheinlichkeit ein Plot-Twist in Halo 5. Im Moment macht es nicht den Eindruck, als wenn der Master Chief eine aktive Rolle hätte. Aber es heißt, er sei ein wesentlicher Bestandteil des Spiels, auch als spielbare Figur. Vielleicht greift 343 mit diesem Konzept das Erfolgsrezept von Halo 2 auf. Gemeint ist dabei das doppelperspektivische Storytelling, in dem damals Master Chief und der Gebieter die Story von Halo 2 erzählt haben. Das IGN-Team hat in einem sehr ausführlichen Bericht seine Eindrücke mitgeteilt. Zusammenfassend könnte man sagen, dass alle Serienteile einen verdammt guten Eindruck machen und sich noch besser spielen lassen. Halo 4 soll jedoch die größte Überraschung gewesen sein und soll den Eindruck gemacht haben, als wäre es für die Xbox One entwickelt worden. Laut IGN würde die Power der Xbox One das Effektfeuerwerk von Halo 4 noch einmal in eine völlig neue Ebene katapultieren. Besonders die Prometheaner würden besser aussehen als je zwar. Halo 3 hingegen sieht zwar besser aus als noch 2007, wenn es um das Lightning geht, aber die Verbesserungen seien nicht ganz so auffällig, wie es bei den übrigen Teilen der Fall gewesen sein soll. Die Master Chief Collection sei allgemein wie die Wunschliste eines Halo-Fans. Jede Map von Halo 1 bis Halo 4, inklusive PC-Level, check. Das Level 1 bis Level 50 Ranking Matchmaking System von Halo 2, check. 1080p und 60 FPS, check. Dedizierte Server, check. Es klingt fast schon ein bisschen skurril. Bei den ganzen Informationen, die uns derzeit zur Master Chief Collection und zu Halo 5 gebracht werden, könnte man 343 gar nicht zutrauen, dass da überhaupt noch Nebenprojekte laufen können. Dennoch befindet sich, wie von uns schon einmal angekündigt, ein weiteres Halo-Projekt bereits in der Produktion. Es handelt sich dabei um einen neuen Ableger für unsere mobilen Geräte, der sich Halo Spartan Strike nennt und meines Erachtens ein bisschen aussieht wie Halo Spartan Assault 2.0. Das Spielprinzip orientiert sich eben an diesem Spartan Assault und wird rund 30 Missionen enthalten, die geschichtlich zum Zeitpunkt von Halo 2 angesiedelt sind. Außerdem wird es einen schon in Halo 4 bekannten Feind geben, die Prometheaner. Auch ist es bis jetzt möglich, Blutsfederwaffen wie die Light Rifle oder die Verbrennungskanone abzufeuern. Das Fahren von altbekannten Warthogs oder auch brandneuen Fahrzeugen wird uns in diesem Spiel noch abwechslungsreichere Fahrzeugsequenzen bieten. Eine schlechte Nachricht haben wir noch für die Xbox-Freunde. Das Spiel wird nämlich vorerst nicht für die Xbox erscheinen, sondern nur für Windows 8 Geräte sowie für den PC auf Steam. Das Spiel soll am 12. Dezember 2014 für $5.99 in den Stores verfügbar sein. Eine Xbox-Fassung ist vielleicht nicht ausgeschlossen, derzeit aber jedoch nicht in Sicht. Jetzt haben wir noch eine Reihe von News für euch, die wir euch in einem neuen Teilformat präsentieren, den Short News. Also haltet euch fest, liebe Freunde, denn jetzt geht's los! Die Halo 2 Kampagne wird in 60 Bildern pro Sekunde laufen, aber nicht in Full HD. Grund dafür ist das Switch Tool, das erlaubt, neue und alte Grafik zu wechseln. Beide Versionen laufen parallel und teilen sich somit die Leistung, was die gewünschte Auflösung unmöglich macht. Zu Release der MCC werden bloß Halo 3 und Halo 4 die vibrierenden Pulse-Trigger des Xbox One Controllers unterstützen. Halo CE und Halo 2 werden erst nach einem Update nach Release auf denselben Stand gebracht. In der originalen Halo 2 Multiplayer Version wird es möglich sein, den Benzintank des Ghosts zu zerschießen. Auch in der Halo 2 Anniversary Version wird es möglich sein. Die Kinect-Features der Halo CE Anniversary Edition, wo man zum Beispiel durch Sprachbefehl Granaten werfen konnte, werden in der Master Chief Collection nicht unterstützt. Die Medaillen werden auch in Halo CE und Halo 2 zur Verfügung stehen. Es gibt sie in der Kampagne und im Multiplayer. Das Wechseln zur originalen Fassung, also ohne Medaillen, ist auch möglich und bei Halo 2 kann zwischen keinem klassisch oder modernen Medaillen gewählt werden. Die MTC soll zusätzlich mit Zusatzinhalten versuchen, die Handlungsstränge von Halo 2 Anniversary mit denen der digitalen Serie Halo Nightfall und Halo 5 zu verknüpfen. Darf ich vorstellen, die Xbox One Master Chief Collection ist als Bundle mit einer weißen Xbox One erhältlich, allerdings nur in Brasilien. Neben der Grafik von Halo 2 wurde auch der Soundtrack aufpoliert und das in San Francisco mit einem 40-köpfigen Open Core und einem 28-köpfigen jungen Core. Damit ihr Halo auf der Xbox One auch akustisch voll genießen könnt, hier das Dolby 7.1A 50 Wireless System in der Halo Edition für $300. Jetzt ist es offiziell, so wird das Cover der Master Chief Collection aussehen. IGN hat die 400 Erfolge der Master Chief Collection geleakt und gibt so uns Achievement Hunter die Möglichkeit, schon einen Plan zu erstellen, wie man diese am besten erspielen soll.
Eine digitale Vorbestellung und somit ein Pre-Download des Spiels der Halo Master Chief Collection ist derzeit auf der Xbox One möglich. Das war's soweit von dieser Folge der Halo Cluster News. Ich hoffe, es war wieder sehr informativ für euch und ihr unterstützt uns natürlich durch Kommentare, Daumen und Weiterempfehlungen. Ihr wisst, wie es läuft. In Kürze folgt bald eine IGN-First-Folge, so komisch das auch klingt, ja. Da wird euch der Quert betreuen und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein frohes Zocken, besonders in Halo. Ich bin euer Venny und verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Die Halo 2 Kampagne wird nicht im Full HD laufen, das heißt statt Die Halo 2 Kampagne wird nicht in Full HD laufen, das heißt statt 1920 und zu... Die Halo 2 Kampagne wird nicht in Full HD laufen, das heißt statt 1920 zu 1080 wird das Spiel mit 1328 mal 1008... Dominik, was ist das für ein Scheiß-Text, Mann? Wie soll man das schnell lesen?